nahöstliche Gitarrenlinien, psychedelische Synthies und eine unfassbar groovy Rhythmusgruppe. Das ist der charakteristische Sound der vierköpfigen israelischen Band Sababa Five. Die macht normalerweise Instrumentalmusik. Hin und wieder hat sie aber auch eine Gastsängerin oder einen Gastsänger dabei. So auch auf ihrem neuen Stück Rachok Midai. Und in dem kommt so einiges zusammen. Einflüsse aus Europa, aus dem Nahen Osten und aus Nordafrika. Das Meme zu diesem Song müsste also so aussehen. Frage, wie viele Kulturen kann man in einem Song unterbringen? Antwort von Sababa Five, ja. Hier ist der Popfilter am Samstag, den 22. Juli. Ich bin Gregor Schenk. Hi. Das Wort Sababa bedeutet im umgangssprachlichen Hebräisch so viel wie cool oder super. Super und cool, das ist die Musik von Sababa Five auf jeden Fall. 2016 gründet sich die Band. Alle vier Mitglieder sind in der Musikszene von Tel Aviv ziemlich umtriebig. Sie spielen zum Beispiel mit Kutiman Orchestra oder Liras zusammen. Ihre eigenen Stücke sind von der Musik arabischer Länder inspiriert, mit einem besonderen Faible für den Funk der 70er Jahre. Beeinflusst ist die Band aber auch vom Mizrahi. Das ist ein Musikstil, der sich Mitte des letzten Jahrhunderts in Israel entwickelt. Und der verbindet musikalische Einflüsse aus Europa mit Stilen aus dem Nahen Osten und Nordafrika. Rami Danoch ist damals einer der bekanntesten Vertreter. Sababa Five machen, wie gesagt, hauptsächlich instrumentale Musik. Immer wieder sind aber auch Gäste mit von der Party, wie zum Beispiel hier die japanische Sängerin und Bauchtänzerin Yurika im Stück Tokyo Midnight. Oder hier die jemenitisch-jüdische Sängerin Shiran Zvira. Dadurch wird aus dem ohnehin schon sehr bunten Stilmix fast schon so ein multikultureller Overkill. Bei dem neuen Stück Rachok Midai übernimmt Barak Cohen den Gesang. Der hat selbst auch schon zwei Alben veröffentlicht und singt Songs auf Kurdisch, Türkisch und Griechisch. Also auch ein echter Kosmopolit. Im bürgerlichen Leben arbeitet der übrigens als Rechtsanwalt und legt sich gerne mal mit Politikern an. Rachok Midai ist auch stark von dieser lebendigen Tradition der Mizrahi-Musik der 70er und 80er beeinflusst. Er bringt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wunderbar zusammen. Dazu Cohens beseelter Gesang, der harmoniert da perfekt mit dieser psychedelischen und ziemlich tighten Instrumentierung von Sababa Five. Zieht euch am besten mal die Tanzschuhe an. Hier sind Sababa Five und Barak Cohen mit Rachok Midai. זה לא הזמן להרים ידיים, אולי
die israelische Band Zababa 5 und der Sänger Barak Cohen mit ihrem neuen Song Rachok Midai. Das war der Popfilter für heute. Für tägliche Musiktipps abonniert den Podcast am besten beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Beteiligt an der Folge heute waren Anke Behlert, Stanley Waldorf und ich, Gregor Schenk. Danke fürs Zuhören und bis morgen.